Mein Einstieg in die Engelwelt war eine persönliche Krise, die mir die Möglichkeit eröffnet hat, das Leben einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten als vorher. Und für mich haben sich da einfach ganz neue Welten und Dimensionen aufgetan. Da bin ich durch eine schwere berufliche Krise gegangen und da sagte eine Freundin zu mir, red doch mal mit Engeln. Und dann dachte ich mir, ja, das fehlt mir noch. Blond bin ich schon, das ist das Letzte, was ich brauche. Und ich war Journalistin und da redet man nicht mit Engeln und 1993 schon gleich gar nicht. Die Frage ist erstens, gibt es überhaupt sowas wie Engel? Und zweitens, wenn ja, wie können wir die wahrnehmen und wie wirken diese Wesen? Die ersten Bilder waren nur düster, weil ich mit dem, wie die Menschen mit der Erde umgegangen sind, miteinander umgegangen sind, mit der Natur, nicht klarkam. Vor 10 Jahren bekam ich die Diagnose Leukämie im letzten Stadium und ich hatte noch so 3 Tage bis 3 Wochen zu leben. My first experience, I always say to everybody, was from the moment I opened my eyes. Even the angels calling out to people to help. Angels use people to help other people, so it's not always in angelic form. Also die Kraft der Engel zu nutzen ist für den Menschen ganz einfach. Einfach mit Dankbarkeit und einer Bitte. People want it to be more difficult, that's why most people don't do it. But when you do, amazing things happen. And I suddenly had this experience with my guardian angel, where I felt the smell of roses and a loving presence. And so I was always curious, what is this? What is this that it's coming from? Ich habe dann so Wesen gesehen, Licht durchflutet. Dann wusste ich, da ist was. Also das ist was, als wenn deine Aura richtig aufgeht davon. That was the time the angels told me that they were angels and my brother was a soul. Wir können uns mit unserer Seele und mit unserem Geist, mit diesen Wesen durchaus verbinden und Kontakt aufnehmen. Und dann können diese Wesen uns Informationen geben, die wir aufnehmen können und weiterleiten können. Wenn ich jetzt ein persönliches Symbol oder ein Engelsymbol zeichnen soll, dann sitze ich vor einem weißen Blatt Papier, ich verbinde mich mit den Engeln und dann sehe ich dieses Symbol wie mit einem Laserstrahl am Papier erscheinen und ich male das Symbol einfach nach. I think when we're children we have that connection automatically and naturally. Das, was wir hier ja auf der Welt wahrnehmen mit unseren Sinnesorganen, das ist ja sowieso nur eine Illusion. Wir sehen 5% sichtbares Licht und von uns 5% sichtbaren Licht ist 1/1000 Teil Masse und der Rest ist Vakuum. Was ist denn da wirklich überhaupt vorhanden? Und mein Verhältnis mit den Engeln ist so, dass ich weiß, dass das dann auch so ist, weil es mir meine Erfahrung zeigt. Es zeigt mir nicht mein Glaube, sondern ich habe das immer wieder ausprobiert und immer wieder festgestellt, dass genau das passiert. Und dann sagten sie, wenn du den Vertrag eingehst, ein Buch zu schreiben über deine Geschichte, dann werden wir ein Wunder an dir vollbringen. Und daraufhin meinte er nur, dass es schulmedizinisch dafür keine Erklärung gibt. Dass wir als Mediziner, je mehr wir wissen, immer bescheidener werden und wissen und erkennen, dass wir wenig wissen oder fast gar nichts wissen. Es geht eigentlich mehr darum, dass wir glücklich und freudig sind und in diesem Augenblick sind wir in einer hohen Frequenz und die Frequenz geht immer noch höher. Das heißt eigentlich, wenn man in diesen Kontakt gehen will, ist sozusagen das praktische Mittel, dass wir wirklich uns jeden Tag fragen sollten, was können wir tun, um glücklich zu sein und uns selbst zu unterstützen. Und das ist nicht Egoismus, sondern das ist, was die Engel wirklich von uns wollen. But the most important thing for us is to be connected to the heart, grounded to the earth, connected to the universe and starting to see the own value within yourself. That you are a divine power within you and to start to have that honest communication with your heart. And from that perspective you can include the angels into your life and then it starts to be magic. They're not up there, mm-hmm. They're not far away from us, they're here. And they really want to communicate with us. Ein Sprichwort sagt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als wir zu wissen glauben. Und dazu gehören wohl unter anderem auch die Engel.